Herzlich willkommen zum Newton Talk, die Podcast-Show. Mein Name ist Richie Newton und ich bin der Host dieser Show. Ja, hier sind wir wieder mit der zweiten Show. Noch einmal zum Thema Corona. Und das muss ich gleich im Voraus sagen. Es wird ein Dreiteiler. Die ersten drei Folgen wird sich um das Thema Corona handeln, aber in verschiedenen Ländern. Im ersten waren es Künstler in Deutschland. Beim zweiten Teil geht es um Ausländer in Thailand, genannt die Pharangs. Pharangs, so nennen die Thailänder die Ausländer. Langnasen ist jetzt kein Schimpfwort, sondern da haben wir uns schon dran gewöhnt. Und da habe ich verschiedene Gäste eingeladen. Und eines musste ich gleich feststellen, dieser Podcast ist eine Herausforderung. Denn ich habe sehr viele Leute angefragt und viele liebe Freunde von mir. Denn bekanntlich ist ja Thailand, war ja 20 Jahre meine Heimat und ich habe dieses Land lieben gelernt. Habe auch die Probleme in diesem Land gesehen, aber im Großen und Ganzen waren es 20 tolle Jahre, wo ich da verbracht habe und habe viele, viele liebe Leute kennengelernt. Und darum ist es naheliegend, dass erstmal diese Leute, die ich jetzt mal anfrage, die ich kenne. Und im ersten Podcast über die Künstler hatte ich fast offene Türen eingerannt, da habe ich sofort Zusagen gekriegt. Und hier, bei diesem Podcast, habe ich mehr Absagen als Zusagen. Aus dem einfachen Grund, denn meine lieben Freunde, Gewerbetreibende, die in Thailand sich eine, wie soll ich sagen, eine Existenz aufgebaut haben, viel Geld investiert haben, viel Herzblut, stehen jetzt vielleicht vor einer, ja, vor einer absoluten Katastrophe. Anders kann man es gar nicht erklären. Das ist einfach eine Katastrophe. Und ich habe das in den Absagen herausgelesen. Wir sind richtig, sehr, nicht böse, aber es ist alles so düster, alles so schlimm. Oh, es ist also wirklich, dieser Podcast ist harter Tobak, denn wir werden Stories hören, aber auch natürlich auch positive Stories hören. Das ist nicht nur alles negativ. Und das soll auch dieser Podcast sein. Er soll nicht nur alles runterziehen oder Leute vielleicht abhalten, das Land zu bereisen. Im Gegenteil. Aber man muss die Probleme beim Namen nennen und man muss auch hören, was wirklich abgeht, ohne es zu verschönern. Also bleibt dran, wenn ich euch gleich ein paar Gäste aus Thailand vorstelle. Mein erster Gast ist mein lieber Freund Robert Pagic, den ich schon seit 20 Jahren kenne und als Freund schätzen gelernt habe. Und ich bin froh, dass er gleich mitgemacht hat, als erster eigentlich gleich, und mir seine Eindrücke mitgeteilt hat, wie er es erlebt hat seit März mit dem Lockdown und was er alles dazwischen gemacht hat. Und das war eine Menge. Und jetzt begrüße ich ganz herzlich den Robert Pagic. Grüß euch, alle zusammen. Ich, Robert Pagic, lebe seit 1994 auf Phuket. Wir hatten SARS, Tsunami und vieles andere gut überstanden. Doch Corona ist schlimmer und auch anders. Beim Tsunami wurde alles wieder schnell aufgebaut. Und nach 4 Monaten besuchten uns die Touristen wieder. Nach meinem Wissen sollten ca. 30% der Betriebe auf Phuket pleite sein, da die wunderschöne Insel nur von den Touristen lebt. Phuket ist seit ca. 44, 46 Tagen ohne neue Corona-Infektionen. Das heißt auch, dass die Behörde gut reagiert hat, uns vieles richtig gemacht hat. Wir alle hoffen natürlich, dass Touristen wiederkommen und es Lockerungen bei der Einreise nach Thailand gibt. Wann glaubt ihr, könnt ihr das Austrian Garden wieder aufsperren? Wir werden voraussichtlich das Austrian Garden Hotel und Restaurant am 15. September wieder öffnen. Der Restart ist aber nur möglich, wenn es Lockerungen bei der Einreise gibt. Sollte sich diesbezüglich Einreise nichts ändern, wird es für alle Geschäfte und Menschen, die auf Phuket leben, sehr, sehr schwer. Ich bekomme jeden Tag von unseren Stammgästen und Phuket-Fans Anfragen, wann es wieder möglich sei, auf Phuket wieder Urlaub zu machen. Meine Frau, Joanna, die das For You Optik in Patong betreibt, sollte am 20. August mit meinem Sohn wieder auf Phuket sein, da er wieder in die Schule muss. Da wir derzeit auf Heimurlaub in Österreich sind, brauchen wir für die Einreise meines Wissens einen Fit-for-Fly-Test an Corona, der nicht älter als 4 Tage ist. Eine Corona-Versicherung, eine Einreisegenehmigung von der thailändischen Behörde und dann kommt noch dazu 14 Tage Quarantäne in Bangkok, dass man auch noch selber zahlen muss.
Die ganzen Bestimmungen sind wirklich nicht easy. Ich habe es ja am Anfang schon erwähnt, ihr habt während des Lockdowns sehr vielen Leuten geholfen, was heißt sehr vielen, Tausenden von Leuten geholfen. Was habt ihr da genau gemacht? 2 Monate lang haben wir Thais und Burmesen, die ihren Job verloren hatten, mit tausenden Essenspakete unterstützt. Das sind Schlangen gestanden. Unglaublich, das ist unglaublich nicht zu glauben. Sehr traurig, aber eine tolle Aktion. Du hast ja auf deiner Facebook-Seite ab und zu mal was gepostet, wo du beim Joggen warst und bist am Padong Beach gelaufen und hast Fotos ins Netz gestellt. Da hat man gedacht, man ist jetzt auf einer wirklichen tropischen, einsamen Insel, denn sowas habe ich von Phuket selber noch nie gesehen. Strände, das Meer haben sich total erholt. Strände sind wie vor 30 Jahren leer und das Wasser glasklar. Ich selber bin oft am Strand spazieren gegangen. Schon das ist ein Grund, Thailand so bald wie möglich zu bereisen. Ja, Thailand war immer schon eine Reise wert, das kann ich bestätigen. Gehen wir nochmal zurück zu dem Lockdown. Wie hast du ihn damals erlebt? Der Lockdown war Wahnsinn. Wenn man durch Patong gegangen ist, Abend, am Tag, das war menschenleer, wie in einer Geisterstadt. Wir kennen uns jetzt schon über 20 Jahre und ich habe dich ja immer bewundert, wie sehr du diesen Job geliebt hast, immer bei den Gästen am Tisch, immer begrüßt, immer geredet. So. Wie war es jetzt für dich, dass du plötzlich so viel Zeit hattest? Das heißt, dass das Resort zu, keine Gäste mehr. Was hast du jetzt gemacht? Auch viel Gutes hat es gebracht. Wenn man zum Beispiel daheim mit der Familie kocht hat zusammen und die hat man nie in Thailand, also so ein Familienleben gehabt, weil das habe ich eigentlich nur zu Hause in Österreich. Weil normal bin ich am Abend im Lokal, im Restaurant und komme vor 11, 12 am Abend nicht nach Hause. Also es war sicher irgendwas Positives beim Lockdown, aber auch sehr viel wirtschaftlich, sehr viel Negatives. Du hast mir bei meinem letzten Gespräch noch was erzählt, was du auf der Terrasse erlebt hast. Erzähl mal. Beim Lockdown war auch das erste Mal, dass wir von der Terrasse auf der Terrasse gesessen sind, das Meer rauschen gehört haben. Das habe ich seit 20, 30 Jahren in Thailand noch nie erlebt. Hoffe, dass die Lockerungen bei der Einreise kommen und dass wir uns gesund auf Phuket wiedersehen. Cheers, euer Robert. Macht's das gut. Das war mein lieber Freund Robert Pakic aus Phuket. Tja, ich kann es genau bestätigen, was der Robert da gesagt hat. Ich kann mir das richtig bildhaft vorstellen, wenn du erst, ich glaube, er hat sein Konto am Padong Beach und wo ich über 10 Jahre jedes Wochenende von Koh Samui nach Phuket gereist bin für meine Show, da war es war laut, pulsierend, die Gehupe von den Tuk-Tuks, da war ich die ganze Nacht keine Stille und jetzt soll es angeblich total still sein. Ein Freund von mir hat mir das mal noch, im März erzählt, hat mir gesagt, Richie, das kannst du gar nicht vorstellen, er ist spazieren gegangen, 2-3 Kilometer an der Straße entlang, keine Menschenseele, nicht ein Mensch, wie eine Geisterstadt. Das kann man sich von Phuket gar nicht vorstellen. Also eine Bangalore Road, wo normal hunderttausende Leute marschieren, war leer. Tja, das sind natürlich Sachen, die kann man sich halt gar nicht vorstellen. Bei Tsunami war alles zerstört und war alles Schutt und Asche, kann man sagen. Und jetzt ist alles leer. Wohin das führen wird, da kann man nur hoffen, dass irgendwann einmal die Lockerungen kommen und dass die Touristen wieder zurückkehren. Und von der Annamansee geht es direkt in den Golf von Thailand nach Koh Samui, meine alte Heimat, wo ich ja 17 Jahre gewohnt habe, gelebt habe, meine Karriere damals begonnen habe. Und dort ist ein ganz lieber Freund von mir, der hat das einzige deutsche Reisebüro am Lamai Beach, der Dirk Clemens, ganz lieber Freund von mir. Und auch er wurde sehr stark getroffen von dieser Pandemie. Und er hat mir ein paar sehr bewegende Nachrichten geschickt, die ich jetzt mit euch hier teilen möchte. Und ich begrüße hier ganz herzlich. Hallo, lieber Dirk. Ja, hallo Richie, hier ist der Dirk von Koh Samui. Zur aktuellen Situation hier auf Samui, insbesondere Lamai. Ja, sag mal, begonnen hat das Ganze natürlich im März erst einmal. Und da ging es los mit der Pandemie. Da war das Tourbusiness dann schon sehr rückläufig, also fast nichts mehr. Wir hatten, sagen wir mal, im März noch sehr, sehr viel zu tun mit Flugbuchungen. Viele Leute sind gestrandet, weil die Fluggesellschaften die Rückflüge storniert haben, die Fluggesellschaften nicht mehr operativ waren. Und somit hatten wir extrem viele Kunden, denen wir noch helfen mussten mit den wenig verbleibenden Sitzen von den wenig verbleibenden Airlines, die noch fliegen, dort Plätze zu bekommen. Also da hat man im Prinzip, sag mal, Tourbusinessmäßig so gut wie nichts mehr zu tun, aber doch noch recht viel mit den Flugtickets. April, Mai war dann ganz tot, da haben wir auch den Laden zugelassen.
Im Juni haben wir dann, weil hier die Restriktionen etwas gelockert wurden, den Laden jetzt wieder geöffnet, allerdings nur Montag bis Freitag und auch nur von 10 bis 13 Uhr. Touristen sind sowieso keine da. Das heißt, wir bedienen jetzt eigentlich mehr oder weniger ein paar Expats hier auf der Insel, die vielleicht mal ein Flugticket brauchen oder Busticket oder irgendwelche Visadokumente aufbereitet haben müssen. Das ist das Einzige, wo wir zurzeit was tun können. Ich habe in den letzten Wochen viele Berichte gesehen, unter anderem ein sehr schockierender Bericht eigentlich von Chaweng Beach. Der war also menschenleer auch und verwahrlost eigentlich. Geschäft dazu, wie ist es so? Wie ist es in Lan Mai, meine alte Heimat zum Beispiel? Ja, wenn du durch die Beach Road läufst oder fährst, ist es alles sehr, sehr traurig. Es ist tot, in den Abendstunden insbesondere ist überhaupt nichts los. Die Masse der Läden, leergeräumt, steht zum Verkauf, steht zur Vermietung. Also es ist mehr oder weniger eine Geisterstadt. Und in Chaweng schaut es genauso aus. Das heißt also, touristenmäßig ist hier gar nichts. Und wann die Touristen wieder rein dürfen, ist ja auch ungewiss. Erst hieß es, ab Anfang Juli dürfen, sagen wir mal, ausländische Flüge wieder nach Thailand rein. Dann war es Mitte August mit sogenannten Blasen. Jetzt ist das Ganze wieder auf eine ungewisse Zeit nach hinten verschoben. Das heißt also, wann es hier weitergeht, weiß kein Mensch. Die Businesses sterben und sollten Touristen tatsächlich kommen, werden die erste Mal mehr oder weniger durch Geisterstädte laufen. Weil, wie gesagt, die kommen aus dem Hotel raus und die Hälfte der Läden ist leer. Selbst solche, die aufhaben dürften, durch die Lockerungen dürfen ja Massageläden und so weiter wieder aufhaben. Die sind trotzdem geschlossen, weil die operativen Kosten einfach höher sind als das, was sie mit dem momentanen potenziellen Kundschaft überhaupt einnehmen können. Also wie gesagt, alles einfach eine traurige Geschichte. Was bleibt, sind Ausgaben bei keinen dagegen entstehenden Einnahmen. Das ist die aktuelle Situation, aber da müssen wir durch. Nicht nur wir, sondern eigentlich alle, die hier irgendwie auf der Insel sind, alle Unternehmer. Am besten geht es eigentlich noch den Rentnern, weil die haben einfach ihr festes Einkommen und können momentan viele Dinge auch, sag mal, günstiger bekommen. Da ja einige Läden, damit sie überhaupt Business machen, die Sachen auch, sag mal, preisgünstiger rausgeben. Es ist aber natürlich keine Dauerlösung. Wir müssen warten, was kommt. Wir können eh nichts tun. Wir entscheiden das nicht. Aber das ist die aktuelle Situation momentan. Dann schöne Grüße aus Thailand. Ciao, ciao. Das war mein lieber Freund Dirk Clement, der am Lan Mai Beach das deutsche Reisebüro Samui Holiday Homes hat. Findet ihr auch im Internet. Übrigens, ich werde von allen Gewerbetreibenden in meinen Podcasts unten die Internetseiten oder die Facebook-Seite bekannt geben. Ich kann nur eins sagen, wenn ihr mal wieder nach Koh Samui reisen könnt, Dirk ist ein kompetenter, der macht das wirklich professionell. Also besser geht's nicht und ist seit Jahren schon mein persönlicher Booker. Wenn ich Reisen brauche in Asien, dann buche ich immer alles beim Dirk. So, wir sind fast in der Mitte der Sendung angekommen, fast Halbzeit, ja. Es kommen noch einige sehr, sehr interessante Beiträge, also dranbleiben. Es lohnt sich, bis zum Schluss dabei zu bleiben. Holt euch ein Getränk, macht es euch bequem und lauscht, was jetzt noch kommt. Und jetzt gibt es was für die Tierliebhaber unter euch, denn wir bleiben auf Koh Samui, wo eine sehr, sehr liebe Freundin von mir, wahrscheinlich die Freundin, die ich am längsten von Thailand kenne, denn sie kommt aus Straubing, aus meiner Heimatstadt. Es ist die Elisabeth Feigl, genannt Ellie, und sie hat auf Koh Samui ein privates Tierheim. Und als ich mir Gedanken gemacht habe, wen könnte ich einladen, wen könnte ich befragen, dachte ich mir, oh mein Gott, wie wird es der Ellie gehen? Die hat ja auch so viel Tiere, denn sie hat sage und schreibe 680 Hunde, die sie seit 15 Jahren dort betreut. Also unglaublich. Ich habe einmal einen Film über sie gemacht, und ich habe damals gedacht, warum tut sie sich das an? So ein Wahnsinn, täglich von früh bis abends mit den Hunden. Aber sie liebt die Tiere so brutal. Das kann man ja auch sagen. Sie leidet, wenn ein Tier stirbt. Und ja, die Ellie hat mir ein paar Nachrichten geschickt und auch viele Fotos, die ich natürlich hier während ihres Beitrags euch zeigen will. Und ihr könnt natürlich die Ellie unterstützen. Das wird aber alles, wie gesagt, alles unten werde ich die ganzen Links mit euch teilen, dann könnt ihr euch da direkt kurz schließen, wenn ihr so ein Tier von ihr vielleicht eine Partnerschaft übernehmen wollt oder wenn ihr sie finanziell unterstützen wollt, denn das braucht sie natürlich, damit sie ihre Hunde und Katzen durchbringt und füttern kann. Und ich freue mich jetzt ganz herzlich auf die liebe Ellie. Hallo Ellie! Hallo Richie! Ganz liebe Grüße zu dir in die Philippinen von uns aus Koh Samui.
Bei uns hier hat sich zum Glück durch die Corona-Krise kaum was verändert. Also wir finanzieren uns ja hauptsächlich durch Patenschaften. Und fast jedes unserer 680 Tiere momentan hat einen persönlichen Paten. Und die haben dann auch meistens Daueraufträge. Und da hat uns jetzt seither zum Glück keiner verlassen oder die Patenschaft aufgegeben wegen Corona. Also da sind wir sehr glücklich und sehr, sehr dankbar an unsere lieben treuen Paten und Unterstützer, dass sie uns da nicht im Stich lassen. Vielen geht es bestimmt auch nicht gerade sehr gut deswegen. Und viele sind natürlich schon seit vielen Jahren Paten bei uns und uns treu und ihren Tieren natürlich, dass denen gut geht. Und da sind wir sehr dankbar und wir hoffen, es bleibt auch so. Wenn auch zusätzliche Dinge entstehen, also wenn wir Reparaturen haben oder hohe Tierarztkosten oder irgendwelche Medikamente bestellen müssen und zusätzliche Spenden brauchten. Bisher war die Hilfsbereitschaft auch noch immer sehr, sehr groß und die Leute haben uns unterstützt. Also da sind wir auch wirklich dankbar und glücklich. Das hat uns zum Glück nun bisher da nicht negativ beeinflusst. Wie sieht es bei euch im Alltag aus so im Tierheim? Merkt ihr was von der Krise? Auch so im Alltag läuft bei uns alles normal. Also unsere Helfer sind ja natürlich noch da und wir müssen zum Tierarzt und Sachen einkaufen und das läuft auch wie gehabt. Wir haben sogar 3 neue Helfer bekommen, die eben aus der Tourismusbranche kamen und ihre Jobs verloren haben und dann zu uns gekommen sind und die sehr engagiert und gut sind. Aber die werden uns wahrscheinlich auch wieder verlassen, sobald sich die Situation wieder verbessert für sie und Touristen kommen, was uns natürlich leid tut, aber so ist der Gang der Dinge und wir kämpfen uns so dahin. Aber wie gesagt, also unser Alltag läuft wirklich größtenteils so weiter. Wie gehst du persönlich mit der Krise um? Hast du Zukunftsängste? Ich meine, bei 680 Tieren, das ist schon eine Verantwortung. Wie gehst du damit um? Ich habe natürlich persönliche Ängste gehabt und immer noch natürlich, falls ich selber krank wäre, ne, und bin da sehr, sehr vorsichtig von Anfang an. Aber es ist hier auch wirklich in der Bevölkerung wird das sehr ernst genommen. Von Anfang an, jeder trägt Masken, also in den Straßen überall bestimmt 95% der Leute. Und wird sehr auf Sauberkeit und Abstand geachtet. Also man fühlt sich da dann doch irgendwo sicher. Ja, und natürlich ist hier fast alles geschlossen und sehr ruhig und der Verkehr auch sehr ruhig, was natürlich auch angenehme Auswirkungen haben kann auf uns. Aber sonst haben wir zum Glück hier keine großen Einbußen oder Auswirkungen. Wie sieht die Zukunft aus bei euch? Die Zukunft, ja, die sieht so aus, dass wir halt weiterhin auf die Unterstützung hoffen und bauen müssen und ich natürlich auch in Zukunft für die Tiere da bin, aber keine neuen aufnehme, was ja schon seit 2 Jahren hier so ist. Na, wir haben momentan 680 Tiere und über die letzten 15 Jahre habe ich ca. 1200 Hunde und ca. 50 Katzen gerettet und verarztet, kastriert und eben auch aufgenommen. Nur einen geringen Teil, ca. 250, konnte ich in gute Zuhause vermitteln, aber eben zu wenige. Und viele der Tiere werden eben nun alt und pflegebedürftig und ist sehr großer Aufwand für mich, immer mehr und mehr. Sie müssen dann eben auch ans Haus und brauchen intensive Versorgung. Und deshalb kann ich da keine neuen retten. Und aber ich sehe, dass hier auf der Insel über die Zeit viele Menschen hinzugekommen sind, die sich um die Tiere auch kümmern, was eine positive Entwicklung ist, natürlich immer noch zu wenig.
Aber jetzt auch in dieser Notsituation, wo eben die Touristen ausbleiben, die Straßenhunde auch großteils gefüttert haben, haben sich Leute zusammengetan und die hier leben, ne, und kümmern sich verstärkt um diese Tiere. Das sind immer schöne Sachen, die man da sieht, dass wenn solche Notsituationen entstehen, dann eben doch immer wieder Menschen da sind und neue Menschen auftauchen, die sich dafür einsetzen und mithelfen. Also da bin ich schon wirklich froh. Du hast mir aber erzählt, dass sich was sehr traurig stimmt. Was ist es genau? Ja, was wichtig wäre, und zwar was uns eben auch schadet durch Corona, ist, dass keine Hunde fliegen können. Wir haben einige Hunde, die hätten schon zu Hause, aber können jetzt aufgrund dieser Situation nicht reisen. Zum Beispiel momentan 4 Hunde, die nach Kanada könnten, und wir finden einfach keine Flugpaten. Und es ist auch so, dass manche Flughäfen gar keine Tiere einreisen lassen noch im Moment. Und manche Fluglinien nehmen momentan keine Hunde mit. Also es ist alles sehr unterschiedlich und individuell verschieden und schwierig. Auf jeden Fall haben wir da momentan keine Möglichkeiten, diese Hunde in ihr Zuhause zu senden, was natürlich sehr traurig ist, weil endlich hätten wir mal wieder welche vermittelt und können sie nicht in die Zuhause fliegen, und wir wissen nicht, wie lange wir noch warten müssen, und vor allem die neuen Besitzer und die Adoptanten, ob die sich hoffentlich noch gedulden und wie lange die noch warten müssen. Also das ist eigentlich so das Traurigste jetzt, was uns da mit Corona beschert worden ist, dass eben die Hunde nicht in Zuhause gehen können. Ich kenne dich jetzt schon 37 Jahre und du hast tatsächlich mit den Hunden, mit deinen Tieren, deine Bestimmung gefunden. Das ist sowas zum Bewundern. Also ich habe das mir damals schon gedacht in Koh Samui, wo ich noch war, und habe dich da besucht, und mit einem Herzblut bist du dahinter. Aber was mich jetzt interessieren würde, wo nimmst du die Kraft her? Ja, immer positiv bleiben, Richie. Ich weiß, das ist für viele momentan ein Witz. Aber ich bin immer positiv, anders geht's ja für uns da sowieso nicht, weil es für mich gibt's ja keinen Ausweg. Ich kann jetzt nicht, wie wenn ich ein Geschäft hätte, dann sage ich so, alles scheiße, jetzt bin ich pleite, jetzt schmeiße ich alles hin, jetzt mache ich einen Neuanfang oder jetzt mache ich das oder das sei. Ich kann ja meine Sachen hier, meine Tiere und unser Tierheim nicht einfach hinterlassen, ne? Das ist natürlich schon irgendwo belastend, gerade halt so für mich persönlich, wenn ich denke, ich werde vielleicht krank oder ich schaffe das alles nicht mehr, ich werde alt, mir tut alles weh. Und dann hat man natürlich, oder ich kann überhaupt nichts machen, ne? Ich kann nicht einmal ein paar Tage wo hinfahren, ich möchte einmal noch da hinfahren oder ich möchte einmal das machen, und es geht einfach nicht. Nicht einmal einen Tag, weil man hat dann ein schlechtes Gewissen, oder es geht einfach nicht, weil irgendeiner dann drunter leidet. Und irgendwann sagt man sich, ja, Mensch, ich mag das nicht, aber es geht halt nicht anders. Und so muss man halt die positiven Dinge sehen und sagen, schau her, ich hab's eigentlich eh so schön im Vergleich zu anderen. Ich bin selber mein Chef, in Anführungsstrichen, und kann in dem schönen Klima sein und hab meine lieben Tiere um mich und hab viele tolle Leute, die uns helfen. Und alles kann man nicht haben. Deswegen habe ich da auch gelernt im Laufe der Jahre, in meinem neuen Leben, sage ich jetzt einmal, seit ich das mache, einfach immer positiv bleiben und dran arbeiten, und dann klappt es auch irgendwie, ne? Weil das springt dann auch über auf andere. Irgendwann wird es wieder weitergehen, hoffen wir alle und wünschen wir uns. Auch natürlich für die Bevölkerung hier, die natürlich alle ihre Geschäfte zumachen müssen, also sehr viele, und da eben finanziell sehr, sehr zu kämpfen haben. Und natürlich auch für die Urlauber, die wieder gern hierher kommen und sich nach Samui sehnen. Und ja, hoffen wir das Beste, und dir viel, viel Glück, Richie, alles Gute für dich auch. Und vielleicht sehen wir uns ja irgendwann mal bald doch wieder hier in Samui. Alles Gute und tschüss. Das war meine liebe Freundin Ellie, die Elisabeth Feigl, die wirklich einen unglaublichen Job da macht auf Koh Samui, die sich so mit so viel Herzblut da reinhängt. Ich kann sie nur bewundern, und sowas muss man auch unterstützen. Und wenn ihr Tierliebhaber
Ellie und ihre Tiere unterstützen möchte, dann könnt ihr das natürlich machen. Eine super Sache. Da kommt es auch richtig an. Ich kann das wirklich bestätigen. Ich war in ihrem Tierheim. Das ist unglaublich. 680 Hunde. Ich könnte mir das vorstellen. Das ist unglaublich, was diese Frau leistet. Und vom Süden geht es in die Landeshauptstadt Krung Thep, genannt Bangkok. Auch ein lieber Freund, der Kai, lebt dort schon seit 20 Jahren und gibt uns einen Einblick, was in Bangkok los ist. Wie gesagt, dieser Podcast ist sehr aktuell. Also ich habe jetzt gestern erst die Sprachnachrichten bekommen und das ist jetzt nichts aus der Zeitung raus, sondern das ist nur von Leuten, die direkt vor Ort leben. Und jetzt begrüße ich ganz herzlich den Kai in Bangkok. Servus Kai. Hallo Richie. Ja, hier in Bangkok sieht man die Auswirkungen natürlich auch immer noch. Ja, in Geschäften wird zum Beispiel die Maskenpflicht strikt durchgesetzt. Und es haben weitaus noch nicht alle Geschäfte wieder geöffnet. Und die Geschäfte, die geöffnet haben, zum Beispiel Thai-Restaurants oder Restaurants im Allgemeinen, auch ausländische, ja, die sind weitaus nicht so gut besucht wie vor der Krise. Heute am 16. Juli geht wieder durch die Presse, dass es neue Fälle gegeben hat in Bangkok. Was weißt du darüber? Ja, das Ganze wird noch befeuert jetzt durch den aktuellen Fall hier in Bangkok mit dem 9-jährigen Mädchen, der Tochter eines Diplomaten, die positiv auf Covid-19 getestet worden ist. Ja, also wenn ich mich hier in der Nachbarschaft umhöre, die haben alle Angst, ja, dass die Regierung jetzt die Maßnahmen so weit lockert, dass halt das Virus aus dem Ausland wieder hereinkommen kann. Und ist auch die Regierung, die wird stark kritisiert, selbst in meiner Nachbarschaft hier. In Thailand sind da wieder die Schulen offen, das weiß ich von meiner eigenen Tochter, die ist in Prachinburi, wo sie jetzt wieder zur Schule geht. Wie ist es in Bangkok? Ja, dann sind die Schulen natürlich auch wieder geöffnet und bei meinen Kindern ist das zum Beispiel so, dass die nur jeden zweiten Tag in die Schule gehen müssen. Die wollen halt verhindern, dass zu viele Schüler sich gleichzeitig in den Schulen aufhalten, was das Risiko erhöhen kann. Wenn ich mir den Verkehr hier in Bangkok ansehe, ja, dann muss ich sagen, dass er wieder fast so stark frequentiert ist wie vor Covid-19. Das kann man als Vorteil, aber auch als Nachteil sehen. Ne? Da du ja schon so lange in Bangkok wohnst, und das wissen auch viele, kann ich mir vorstellen, dass du überschwemmt wirst mit Anfragen und Fragen, wie geht's los, was geht ab in Thailand? Denn viele wollen natürlich wieder nach Thailand reisen. Was kannst du dazu sagen? Also ich bekomme viele Anrufe aus Deutschland von Kollegen, die gerne nach Thailand zurückkehren möchten, was allerdings ja nicht geht. Und die fragen mich wöchentlich, was denn jetzt Sache ist, ob man jetzt im September wieder einreisen kann oder im Oktober oder was weiß ich. Und ich habe denen gesagt, dass ich persönlich in diesem Jahr keine Chance sehe, dass die wieder einreisen können. Wie ist die Stimmung zwischen den deutschen Auswanderern in Bangkok? Ich kann mir vorstellen, dass die nicht so happy sind. Allein schon der Wechselkurs ist ja absolut scheiße. Wie denken die über das Ganze? Gemischt. Also die einen Deutschen, die sagen, ja, das ist gut, was die Regierung da macht. Die versuchen halt, das Virus draußen zu halten, dass es nicht nach Thailand kommt. Die anderen sagen natürlich, ja, offene Grenzen wären natürlich besser, ne? Für das Geschäft. Dann weiß ich von einigen Expats, dass die gerne mit ihrer Thai-Freundin oder Frau oder Familie nach Deutschland reisen würden oder möchten. Was allerdings im Moment auch nicht geht, weil die Schengen-Visa nicht ausgestellt werden, solange es keine Bestätigung gibt, wann die Thai-Frau wieder nach Thailand zurückkehren darf. Das war mein lieber Freund Kai aus Bangkok, der uns eine kurze Berichterstattung aus der Landeshauptstadt gegeben hat. Dankeschön, Kai. Alles, was in diesem Podcast zu hören ist, das ist zeitgemäß, ist jetzt momentan passiert. In 2 Tagen habe ich diese Sprachnachrichten bekommen und bearbeitet. Und das kann nächste Woche wieder ganz anders sein, in einem Monat wieder komplett anders. Und in ein paar Monaten ist dieser Podcast also ein alter Hut. Kommen wir jetzt zum letzten Beitrag dieses Podcasts. Und die Reise geht dieses Mal nach Khao Lak. Ein wunderschöner Ort, wo ich schon viele Konzerte gegeben habe. Und ich liebe Khao Lak. Und da habe ich einen ganz speziellen Freund, da wo ich ein bisschen Schuld habe, dass er jetzt schon dort lebt. Denn noch vor 1,5 Jahren wusste ich nicht genau, ob er auswandern soll. Und ich habe ihn dazu geraten. Und also wenn es schief geht, dann bin ich jetzt schuld. Vielleicht ein kleiner Teil davon.
Und das ist der Dirk Bergham, eine richtige Berliner Schnauze, der da sein Rentnerleben jetzt genießt. Anders kann man nicht sagen. Und er teilt das ja immer in Facebook mit seinen Posts und wunderschöne Fotos. Und die werde ich auch hier während seines Beitrags mit einfließen lassen. Tja, das ist die andere Seite. Des einen Leid ist es anderen Freud. Der Dirk ist nicht so betroffen, weil er ja eine Rente hat und weil er jetzt das Leben dort genießen kann. Aber ich will jetzt nicht vorgreifen. Lassen wir meinen lieben Freund Dirk erzählen, wie es ihm momentan in Kaulak geht. Hallo Dirk. Ja, hallo Richie. Erstmal schöne Grüße aus Kaulak. Wie du ja weißt, bin ich jetzt gut anderthalb Jahre hier in Kaulak. Hatte ja, nachdem ich sehr viele Tipps bekommen habe von den verschiedenen Leuten in Deutschland, aufgehört zu arbeiten und genieße eigentlich jetzt das Leben. Dann kam ja dieses Jahr Corona und da habe ich erst gedacht, ups, jetzt ist es vorbei mit dem Genießen, weil wenn man die Nachrichten aus Deutschland gehört hat, da war ja alles drunter und drüber. Wobei ich jetzt hier sagen kann, in Thailand hatte ich nicht das Gefühl. Wie hast du den Lockdown in Khao Lak erlebt? Klar hatten wir ja auch einen Lockdown, aber der war jetzt in meinen Augen nicht so schlimm, weil man konnte ab morgens um 5 konntest du schon wieder auf die Straßen gehen. Und ob ich nun abends um 6 Uhr, das war schon ein bisschen, musste man sich schon ein bisschen sputen, dass man danach irgendwo hin konnte. Aber nachher ab 8 Uhr, nachdem die Sachen dann immer mehr gelockert wurden, war das jetzt eigentlich nicht mehr in meinen Augen so schlimm. Ob ich nun um 10 nach Hause komme oder um 11, man hat ja den ganzen Tag immer ein bisschen was zu tun. Nachdem dann auch hier mittlerweile die ganzen Touristen dann weg waren, denen wurde ja teilweise von den verschiedenen Botschaften gesagt, dass sie wieder zurück in ihre Heimatländer fliegen müssen oder die wurden einfach umgebucht auf verschiedene Flüge, ist denn irgendwo hier doch so ein bisschen Ruhe eingekehrt. Die Strände waren leer, Straßen waren relativ leer und ja, die ersten Restaurants hatten dann auch zugemacht. Und da ich ja letztes Jahr hier auch schon war, hatte ich irgendwie so für meine Verhältnisse, ihr kennt das ja noch nicht alle so lange, hatte ich aber zumindest für mich das Gefühl, dass man die Low-Season einen Monat vorgezogen hat. Dass da also nicht erst ab dem 1. Mai, 15. Mai die Low-Season eigentlich beginnt, sondern schon ab dem 1. April. Khao Lak ohne Touristen, wie fühlt sich das an? Wenn man jetzt natürlich in der Regenzeit, in der das sehr, sehr wenig regnet, zu den Stränden kommt oder mit dem Motorrad unterwegs ist hier im Süden, dann ist das natürlich alles sehr angenehm zu fahren. Man kann verschiedene Plätze besuchen. Ich war auf Koh Yao Yai, habe mir die Strände angeguckt. Die waren traumhaft, weil da auch nicht mehr die 1000 Besucher waren am Tag. Da war ich teilweise alleine. Ist denn schon schön. Also man kann das dann schon bedeutend mehr genießen, als man es vorher genießen konnte. Und macht dann schon Spaß, umherzufahren. Hattest du eigentlich Bedenken, in Khao Lak zu bleiben und nicht nach Deutschland zu reisen, wo es immer schlimmer wurde, wo der Lockdown eigentlich kurz bevorstand? Du hättest ja nach Deutschland reisen können. Was ging da in deinem Kopf vor? Ein ganz wichtiger Punkt ist eigentlich für mich, dass ich hier in Thailand geblieben bin und nicht so wie Verwandte von mir in Deutschland gefragt haben, ob ich jetzt wieder wegen der Krise nach Deutschland zurückkomme. Da finde ich das also sehr wichtig, dass ich hier geblieben bin, weil ich denke, dass die ganze Corona-Zeit mir hier, ja, dass es mir einfach hier viel besser ging als in Deutschland, wäre ich nach Deutschland geflogen. Was man alles von den Leuten in Deutschland gehört hat. Vielleicht bekommt man das als Rentner oder als Expat hier nicht so mit. Aber nachdem man dann hier nicht sich um die Medien kümmert, war das schon alles sehr ruhig. Du hast ja sicherlich auch bei mir bei Facebook so ein bisschen verfolgt, wo ich überall mit meinem Motorrad hingefahren bin. Hast ja bestimmt auch die Bilder gesehen. Und du siehst ja dann auch die leeren Strände, die Natur. Also wirklich Sachen, die man genießen kann. Ich habe natürlich deine Berichte gesehen und ich muss sagen, du hast ein Auge für die Schönheit der Natur. Und Thailand ist wirklich wunderschön. Ich bin ja so viel rumgekommen in 20 Jahren Thailand, habe ich fast jede Ecke von Thailand gesehen. Aber gehen wir zurück zu deiner Tour, die du immer fährst mit deinem schönen Motorrad. Du warst auch in Phuket. Wie war es für dich gewesen, Phuket mal so leer zu sehen? Da ist aufgefallen, also dass es denen wahrscheinlich bedeutend schlimmer geht als uns hier in Khao Lak. Da sind Patong, die Touristenhochbogen, die sind leer geräumt. Die Straßen sind leer,
die Lehen sind zu. Also da kann ich mir vorstellen, dass es da auch finanziell schlechter, viel schlechter aussieht als hier. Gehen wir nochmal zurück nach Khao-Lak. Wie sieht es eigentlich jetzt aus nach dem Lockdown? Haben die Geschäfte offen wieder alle oder ist das jetzt auch noch begrenzt? Hier, klar, gibt immer noch Geschäfte, die zu haben. Man sieht auch öfter neue Schilder neu zu vermieten. Man hört auch von dem einen oder anderen, dass sie wieder zumachen mussten. Aber ja, das sind Sachen, die betreffen mich ja nicht unbedingt, denn weißt du? Du hast mir ja schon öfters erzählt, dass du Thailand ausgewählt hast und da deine Lebensabend verbringen möchtest. Was erhoffst du dir in der Zukunft und was erhoffst du dir von der Regierung? Für die Zukunft wünsche ich mir, dass die Regierung von Thailand nicht nur darauf bedacht ist, dass man die Luxustouristen zurück nach Thailand bekommen möchte, sondern auch an die ganzen Backpacker und so weiter denkt. Klar, jetzt im Moment ist es wahrscheinlich besser, wenn man die Grenzen noch zu hat. Aber irgendwann, wenn man das Gefühl hat, dass Corona besiegt ist, dann wieder Ruhe einkehrt. Dass die Leute dann auch wieder nach Thailand kommen und die nächste Hochsaison auch eine Hochsaison wird. Ich nehme mal an, dass du dir in diesen 1,5 Jahren einen Bekanntenkreis aufgebaut hast. Wie sieht es bei denen aus? Wie betrifft die Krise? Sind das alles Rentner oder haben die auch Geschäfte? Klar, habe ich auch Freunde hier in Khao Lak. Die betrifft die Corona-Krise schon. Teilweise leben sie von dem Tourismus, teilweise haben sie auch Pech gehabt. Kann dir mal ein Beispiel geben. Ein Kumpel von mir hat eine Bar, musste aus der Bar raus, hat sich einen neuen Standort gesucht, hat den umgebaut, eingerichtet, Haufen Arbeit, Geld drin gesteckt. Dann hat er seine Eröffnung gehabt. Einen Tag hat er eröffnet, am zweiten Tag war schon wieder alle zu und seitdem konnte er die Bar nicht öffnen. Jetzt konnte er sie öffnen, nachdem das ja alles wieder gelockert wurde. Aber jetzt fehlt natürlich die Kundschaft. Und wie willst du da noch die Mieten bezahlen? Also da ist dann schon schlecht für die Zukunft. Wenn hier die nächsten 2-3 Monate keine Touristen reinkommen, dann weiß ich auch nicht, was er macht. Also wie gesagt, ich freue mich darüber, dass ich hier in Thailand geblieben bin, dass ich die ganze Corona-Krise ausgesessen habe und denke, wenn sich alles wieder beruhigt hat, die Grenzen wieder offen sind, dass Thailand auf alle Fälle noch sehenswert ist, zum Urlaub machen oder auch so wie ich, dass man sich hier zur Ruhe setzt und einfach das Lächeln der Menschen wieder genießen kann. Was ich auch sehr begrüße, ist, dass Thailand die ganzen Sachen jetzt in der Zeit der Krise mit den Visas, dass man das einfach hat laufen lassen, dass man die Leute da nicht hinbeordert hat. So wie mich jetzt meinetwegen alle 90 Tage zum Report, brauchte ich alles nicht mehr machen. Also das ist schon viel wert, weil so hat man gleich ein bisschen Stress weniger, ja. Vielleicht kommt ja auch mal der Tag, dass Thailand sagt, wir lockern ein bisschen die Visabestimmungen. Man hat auch mal die Möglichkeit, ein Visa über mehrere Jahre zu bekommen, was nicht gleich 16 oder 60.000 Euro kostet. Dann würde man sich darüber bestimmt auch freuen. Okay, mein lieber Freund Richie, dann mal liebe Grüße nach den Philippinen, hier aus Khao Lak. Ciao! Das war mein Freund Dirk Bergham aus Khao Lak mit ein paar persönlichen Worten. Es ist nicht alles negativ, wie man so sieht. Aber natürlich, um so ein Leben führen zu können, braucht auch das Kleingeld dazu. Ohne den geht's nicht. Eine kleine Anekdote. Ich habe mal vor 10 Jahren, als ich wegen den Rothemden und den Gelbhemden meinen ganzen Jobs verloren habe und meine ganze Existenz den Bach runterging, schuldlos, habe ich gesagt, eigentlich bräuchte mal Thailand ein Jahr, wo kein Farang mehr rein und raus kann, damit die sehen, was sie an den Farangs haben. Und hätte nicht gedacht, dass das mal wahr werden könnte. Ob es so kommt, wir werden sehen. Ich werde auf alle Fälle einen Update machen, so vielleicht in ein paar Monaten, um zu sehen, wie es jedem gegangen ist. Und ich habe auch zum Dirk gesagt, ob du die Krise ausgesessen hast, da bin ich jetzt noch nicht ganz so sicher, denn wir sind mittendrin. Und wir werden sehen, wenn ich in 6 Monaten vielleicht nochmal nachfrage und ob dann alles noch die heile Welt ist. Und ja, das war's in diesem Podcast. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr seid überhaupt noch so lange da geblieben. Und wenn ihr mehr wissen wollt über unsere Protagonisten, die hier Geschäfte haben, werde ich natürlich die Facebook-Seite angeben unten. Kommentiert, teilt und ich hoffe,
dass meine Freunde, die in Thailand jetzt momentan so schwer betroffen sind, eine Besserung gibt und dass sich alles wieder zum Guten wende. Das wünsche ich von Herzen. Und ja, liebe Freunde, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Podcast. Euer Richie Newton mit der Newton Talk, die Podcast-Show.